Und da bin ich auch wieder bei FTB Infinity mit Folge 38, 39, das dürfte jetzt 40 sein, glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher, aber das ist ja auch jetzt nicht so das Problem. Also, in der letzten Folge haben wir besprochen, dass ich jetzt erstmal was bauen werde. Wow, ich bin so unglaublich klug. K-L-U-K. Aber mal ernsthaft. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass ich noch einen Harvest und einen Planter fertig kriege. Für das Feld da, damit ich die Seeds machen kann. Allgemein mit Seeds handhaben kann. Damit ich mir Blaze-Dingens machen kann und Zeug. Praktisch gesehen einfach nur, damit ich nicht unbedingt in den Nether gehen muss. Dauert zwar alles ein klein wenig länger, aber funktioniert. So. Erstmal Viererplatten machen. Das wäre erledigt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Chunkloader halten soll. Der da zumindest, das ist schlecht. Einfach nur sehr, 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 sehr schlecht. Egal. So, wir haben die Plastic Sheets. Ah, mein armer Hals, der will nicht mehr. Ja, wo waren wir? Ja, 490. Hat der gerade das Ganze? Nee. Der ist noch dabei. Ach du Scheiße, das kommt noch. Da kommt noch ein Stück Holz. 1021. Oh, das ist viel. 7, 10, 2, 3, 0, 0. Passt. Also, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das baue. Planter. So, der Planter. Den baue ich wie genau? Muss aber gucken, wo ich meine Finger hin tue. Flowerpot, Copper Gears, Redstone Reception, Piston, Dingsbums. Geht klar. Flowerpot. Habe ich noch. Ja, habe ich. Gut. 1, 2, 3, zack. Flowerpot. Als nächstes zweimal Piston. Da ich eins schon drin habe. Dann ein paar Mal das hier mit etwas Eisen. Oh ja, ich müsste nochmal. Sag's nicht. Ach du Scheiße, sehr hart. Nee. Oh Gott sei Dank. Ich hab noch Kupfer hier. Gott sei Dank. Und Eisen habe ich auch noch ein Stück. Ach, ich kann doch jetzt Kiste einfach mal nehmen und da rein tun. Also so ist es jetzt nicht. Ich habe ja wohl genügend Stauraum dafür. Das ist ja eigentlich auch alles. So. Und das Kupfer dahin. Zack. Ein zweites Zahnrad. Ich glaube, ich brauche aber für die andere auch nochmal zwei, ne? So, 1, 2, fertig. Zack, X'en. Dann kann ich das ganze Zeug hier mal reinlegen. Oder Plastik auch? Ja, brauche ich ja nicht. Das Lied muss noch durchgepulvert werden. Komm, mach hin. Dann kann ich das auch wegpulvern. So, perfekt. Wo war ich dran? Die Pistons habe ich. Das Ding habe ich. Hiervon brauche ich eine. Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Zack, Planter habe ich. Jetzt brauche ich den Harvester. Harvester. So, da werden wir. Zuerst einmal Goldzahnräder, ne? Ich habe ja natürlich wieder vollkommen falsch reagiert und habe gedacht, ich bräuchte Kopperzahnräder. Naja, haben wir zwei eben auf Lager. Eins, zwei. Was noch? Das Ding hier. So, zack. Eins, nein, eins, ach nicht zwei. Ach Mann, nein, da drauf. So, zack. Die Inver-Axt, habe ich noch Inver drin? Nein, habe ich nicht, ich habe kein Inver mehr. Inver war was nochmal? Eisen und Ferros, ne? Ich glaube schon. Irgendwie sowas. Ich nehme mal 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 26, 26, alles da rein und glücklich sein. So, was ist das hier eigentlich nochmal? Conductive Iron, ah ja, für die Stromleitungen. Apropos Strom, läuft. Das hier läuft auch alles. Alles schön voll. Eigentlich könnte ich hier sogar auf 380 gehen. Ja, passt. Ich brauche noch einen. Oh, wie heißt das Vieh nochmal? Um Obsidian zu machen, damit ich meine Diapicke nicht weiter verbrauche. Das geht nämlich dann wesentlich schneller. Deswegen hatte ich ja einfach auch, dass die Lava gedacht.
Igneos. Da haben wir ihn. Den brauche ich. Wie sieht's aus? Was brauche ich noch? Einmal das hier. Und einmal das hier. Und dann können wir den machen. Ein Igneos Extruder. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie Leitungen. Kakteen. Haben wir die irgendwo? Ja, Sagorgo-Kakteen. Und davon nehme ich mal die Hälfte. Ach, nehme einfach alle und platziere den Rest in Sand. Ich könnte es aber auch so machen, dass ich jetzt mir jetzt 1, 2 Sand nehme und mal, ja doch, nee, ich mach's anders. Ich nehme einfach mal ein paar Kakteen. So. Und etwas Sand und dann pflanze ich die nach da hinten. Weil das geht ja einfach. Sand habe ich keinen mehr. Wow. Cool. Kein Sand mehr. Das heißt, wir nehmen uns das, machen hier so, machen das. Zack. Das da rein. Gehen und kurz schlafen. Und dann hätten wir auch schon etwas, was wir weiter brauchen können. Brot. Zuerst etwas Brot. Ich brauche noch Sand. Schön Sand nehmen. Ich habe 18 Kakteen, das ist eine Menge. Ich habe die Sagorgo trotzdem nicht platziert, ne? Ach, ich bin ja so gut. So. Für den nächsten Regenfall, ne? Ich bin ja auch so prima, was. Oh. Die kann ich nebeneinander platzieren? Na egal. So, das sollte erstmal reichen. Dann habe ich mich genug Sagorgo-Kakteenblüten, die ich brauche. Solange ich immer ein paar auf Dingsbums habe, was ich jetzt auch mal mache. Ne, 1, 2, so. 2 da rein. Dann die 24 nehmen wir für Kaktusgrün. Die Sand nehmen wir für hinten. Die Sand, Alter, die nehmen wir für da hinten. Ja, ich bin auch sehr, sehr gut, was das Reden momentan angeht. So, was haben wir hier eigentlich? Eine Menge Holz. Und der ist zu langsam. Ja, okay, was heißt zu langsam? Der haut gerade rein, bescheuert, aber es ist dennoch ein bisschen langsam. Na, okay. Wo setzen wir die denn hin? Oh, warte mal. Ich kann die eigentlich nach hier hauen. Naja, theoretisch. Ich weiß ja nicht, wie das damit zusammenhängt. Weil wenn hier jetzt ein kompletter Baum wächst, ne, dann kann es sein, dass der weggeht. Ich werde halt einfach mal ein bisschen Sand brauchen. So, hier auch Sand hin. Hier auch Sand hin. Da komme ich ja jetzt schlecht dran. Dann könnte ich auch nur jeden zweiten nehmen, ne? Ich weiß nicht, wenn ich 3 lang mache, könnte ich 2 nehmen, ne? Ja. Und das werde ich auch 3 lang machen. Aua. Überall schön dahin Sand, dann baue ich das ab und oh nein, boom, das war ein bisschen mehr, aber egal, ich tue ja mit der nur was Gutes. So, das wollte ich eigentlich nicht erreichen, aber der baut das ja trotzdem ab, Gott sei Dank zumindest, sonst hätte ich mich jetzt ein großes Problem. Ja, hier liegt überall noch Holz drauf, da ist mir jetzt aber sowas von Piep, egal. Hab keinen Sand mehr. Egal, dann lasse ich das hier weg. Und mache kurzen Prozess. So. Damit hätte ich das hier nämlich auch schon. Werde mal kurz hier wegmachen. Wenn ich hier schon nichts platzieren kann, ne? So. Das sieht doch ganz nett aus, oder? Nee, komm, den lass ich weg. Die wachsen jetzt erstmal so und werden dann abgeerntet, wenn sie eine wachsen. Boah, guck dir das an, was hier gerade an Holz reinrettert, Alter.
krass. Holz für die Welt. Aber irgendwo sollten hier auch die Rubber Trees sein, oder? Na, nicht ganz. Doch, irgendwo sollten sie sein. Ich sehe es halt nur nicht. In welchem Planquadrat? Ah, hier in dem Planquadrat. Okay. Das heißt, sie wachsen hier. Hier liegt überall noch Holz rum. Ey, einmal mit der Axt geschwungen, schon hast du überall alles gefällt. Ich liebe diese Axt. So, die Kakteen wachsen jetzt. Das heißt, um die muss ich mich auch nicht mehr kümmern. Natürlich mache ich dadurch das Holzfeld größer, kleiner. Aber gut, du hast an, was ich hier habe. Das ist vernachlässigbar. Ist, falls es überhaupt braucht ist. So, hier habe ich noch ein paar Zeug. So, lad alles da rein. Ich war beim Ignis Extruder, den ich jetzt auch habe. Dann brauchte ich das Kaktusgrün. Für, das hier. Und zumindest ein bisschen. Machen wir 10. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, das ist hier. Ja, der ist hier. Ich könnte jetzt natürlich ein Kabel nach unten leiten, aber dann, ich muss trotzdem hier dran. Ach Gott, ist das ein Schrott. Ich weiß nicht, es sei denn, ich gehe jetzt eins weiter nach hier. Also, dass ich den Extruder praktisch von hier laufen lasse. Dann müsste ich von hinten einen Input haben. Hinten ist Input von Wasser. Und unten ist dann ebenfalls Input für Lava. Ne? Jo, Wasser läuft. Tja, und jetzt muss ich mir nochmal gut buddeln. Oder vielmehr nicht buddeln, sondern überhaupt planen, wie ich das jetzt mache. Wie ich mir das jetzt überhaupt vorstelle. Nein? So. Dann müsste ich praktisch noch einen nach unten. Boah, so viele Leitungen. Und das nur hier unterm Boden. Oh nein, hier ist eine dritte, ne? Kann ich hier drunter? Nein, ich kann hier nicht drunter. Das heißt, ich muss hier noch einen runter. Na gut, dann eben noch einen. Wo muss ich eigentlich hin? Nach hier. So, nach hier muss ich hin. 2, 3. Das heißt, ich muss jetzt mal nach unten das machen. Jo, Lava läuft. Wo ist die Spitzhacke? Hier. So, aber ich brauche jetzt mehr Kobbel. Allgemein brauche ich jetzt mehr. Gib mir einfach das alles. Das sollte jetzt aber auch reichen. So. Das sollte jetzt bis nach hinten reichen. Oh, warte. Ich muss Obsidian einstellen. Weil ich ja Obsidian haben möchte und nicht unbedingt Cobblestone oder so. Na? So, dann läuft das auch. Hier kann ich eigentlich auch Dirt hin machen. Oh, geil. Ja, das ist sehr, sehr schön, dass es alles läuft. Oder anders gesagt, dass es so läuft, wie ich es möchte. Das ist nämlich auch nicht unbedingt die, das alles. Also, jetzt lassen wir den auch nochmal laufen. Das sollte die Zelle jetzt eigentlich hinkriegen. Wenn jetzt nichts anderes läuft, wohlgemerkt. Nein, ich habe Infra gemacht. Nein. Nein, nein, nein. Doch, warte, ich brauchte doch Infra. Natürlich brauchte ich Infra. Was rede ich denn? Was brauchst du mal den Harvester, ne? Ja, den Harvester. Harvester. So, hier habe ich den. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das so machen. Weil ich das Ding brauchte. So. Was? Ich habe doch alles. Oh, nee, habe ich nicht. So. Und das Ding. Jetzt habe ich aber alles. Ja, perfekt. So, damit hätte ich den Planter, den Harvester. Dreimal Obsidian. Das heißt, bald genug für den Chunkloader. Ja, okay, die Energie, die ist sich gerade noch am Einpendeln. Der powert hier gerade volle Pulle durch, obwohl ich nur ein Output von ich weiß nicht was habe. Was jetzt aber mit der Holzfarm ist, weiß ich nicht. Ob der jetzt gerade alles an Energie abzieht? Nee. Hier ist immer noch Nummer 1 an Energie. Das bremst natürlich alles ein klein wenig, aber
Das ist ebenfalls relativ. So, hier ist ein Seed entstanden. Jetzt bin ich gerade am Fragen. Natürlich mache ich das nach hier. So, den nach da. Aber jetzt muss ich gucken, wie ich natürlich nochmal hinten an die Leitung komme. Oh Mann. Weil die lege ich mir nicht über Land. Allgemein, weil ich das sowieso schon im Boden habe. Und die nächste Frage ist, wie groß mache ich es? Das ist jetzt nicht allzu weit, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann ich maximal machen. Das war jetzt also nicht so optimal. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist, ich könnte natürlich noch weiter nach hier gehen. Aber dann müsste ich hier natürlich auch weiter abreißen. Also platt machen. Und das kann ich eben auch nicht unbegrenzt. Ja, aber ich glaube, das mache ich doch. Dass ich hier noch zwei weitergehe. Nach hier. Boah, was ist das denn? Ich habe keine Schaufel, ne? Ja. Die Flamme noch 3,36. Und die Zelle nimmt ab. Wieso nimmt die ab? Die hat doch. Oh ja, stimmt, weil jetzt nicht alles an Energie hier hinten ankommt. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe es vergessen. Naja, okay. Das ist jetzt erstmal egal. Ich muss denken. Was wollte ich jetzt? Schaufeln. Eine Schaufel. Danke sehr. Hey, jetzt habe ich wieder einen Platz frei. 1024, die ist komplett voll. Das ist kein rot, das ist kein oranges Licht, das ist ein rotes Lichtchen. Aber cool. So, mit der Schaufel werde ich nämlich jetzt das Alu da hinten ein bisschen wegmachen. Ich weiß nicht, wie viel es ist. So, Tür Aluminium. Und dann werde ich mal genau nach da hinten anfangen zu graben. Ich hoffe, ich kriege das auch so hin, dass hier nicht jetzt gerade der Teich in der Nähe ist. Ach, scheiße. Was ist hier? Naja, einfach nur so. Okay, cool. Jetzt muss ich mal gerade zoomen. Um zu gucken, wo was ist. Darf ich das nicht eigentlich sehen, wegen der Energie? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Oh, ich bin so gut. Ich bin so schrecklich gut, ne? Okay. Hier kann ich mich dann direkt dran klemmen mit der Logistikpipe. Und da an das Energieteil. Na, okay, das dürfte ich da eigentlich noch hier runterleiten lassen. So, nach hier kommt nämlich dann die Energie. Zusammen mit der Pipe. Bis zum Dingsbums. Parrot. Genau so hieß das Ding. Planter. Den mache ich nämlich jetzt mal nach da. Dann haben wir das auch schon mal gelöst. Schon wieder zwei. Cool. Essenz sieht halt immer gut. Am gutesten sind aber, wie gesagt, so Dinge wie. Huch, das ist ja voll. Und das lädt auch wieder. 982. Wie habe ich denn das hinbekommen? Ist ja noch nicht alles drin oder was? Oh, okay. Hier ist tatsächlich noch nicht alles drin. Das dürfte mich mehr ergeben. Ach komm, an den 6 scheitert es jetzt. Wirklich? Den 6? Boah, Alter, ich hasse dieses Ding. 6 sind einfach Flötenjungen. Naja, okay. Vielleicht war es unvermeidbar. Ich habe noch ein bisschen Holz drin. Boah, 1024 Holz, das ist eine Menge. Wenn man das alles auf den Haufen bauen würde. Ja, das ist ein bisschen was. Ich habe noch den Harvester. Den müsste ich dann ebenfalls gleich weit wegbauen. Am besten auf das Maximum. Wenn ich jetzt gerade mal so sehe. Das Maximum ist hier die Grenze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aufs 8. Das heißt, ich dürfte nur ein 6er nehmen.
Glaube ich. Oder? Eins ist normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein 7er Update, okay. Was ist 7? Gold? Keine Ahnung. Gerade. Mal gucken. Was haben wir hier? 7 ist Gold. Okay, das ist ja nicht allzu schlimm. Habe ich ein bisschen Plastik? Nee, oder? Nee. 3, 4, 5, 6. Mehr brauche ich nicht. So, die 6 da rein. Dann brauche ich. Oh, ein Holz ist gerade wieder am Pulvern. Die Konduiten, die 22 fresse ich mal. Boah, 38, ey. Ich habe ein etwas höheres Level, würde ich bald mal behaupten. Nee, die Fluid Pipes brauche ich nicht, sondern ich brauche. Ich brauche. Ja, was brauche ich eigentlich? Genau, Logistik Pipes und die Konduiten. Oh, ich habe nur noch 16. Na, okay, da werde ich auch ein paar machen müssen. Brick? Nein, das Ding hier hin und dann die Conduit Binder. Die dürften auch gar nicht so wenig sein. Siehst du? Zack, zack. Zack. Boah. Das ist eine Menge, die ich jetzt gerade gemacht habe. 3 6, die ich jetzt habe. Geil. So, Logistik Pipes, normale Pipes. Mehr normale Pipes. Passt. Jetzt brauche ich halt nur noch die Upgrades. Die habe ich hier. Rein damit. Und zack. 1 und 2. So, das wäre es. Jetzt darf ich eigentlich nur noch Leitungen verlegen. Das Problem ist, ich muss ja erstmal runterkommen. Auf und davon. Ich werde langsam zur Energieschleuder. Ich müsste eventuell mal gucken, dass ich das Hauptnetz erweitert kriege. So, dann muss ich hier mal kurz die Logistikpipes erweitern. Aber das ist natürlich jetzt an einer etwas heikleren Stelle. Ich muss nur mal gucken, ob bei den Logistikpipes, dass ich die Ecken möglichst nicht mit normalen Pipes versehe. Sonst könnte das nämlich sehr, sehr, sehr schnell, sehr schlecht enden. 1, 2, Logistik. Weil hier habe ich wirklich keine Eile, also. Da kann auch mal eine längere Strecke ohne Logistikpipe gehen. Nur halt zu lang sollte sie eben auch nicht sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und ich muss natürlich gucken, dass ich aufpasse, dass ich hier jetzt gleich eine Logistikpipe benutze. So. Unter anderem muss ich hier noch irgendwie rauskommen. Aber das ist jetzt nebensächlich. So, perfekt. Siehst du, da kommt immer eines zum anderen. So, ich habe die Supply Pipe vergessen. Ach, scheiße. Ja, ich habe die Supply Pipe vergessen. Mist. Hau mich doch. Ja, ich habe übrigens gerade gesehen auf Twitch, Gronkh spielt City Skyline. Finde ich ja super. Für alles und für Gott und die Welt. Ich meine, okay, ist es hier Promotion für das Spiel, aber trotzdem. Gott und die Welt muss bis zum 10. März warten und solche wie. Ja, dann kriegen es dann einfach mal, was weiß ich, eine Woche oder so vorher. Ich meine, okay, ich kann es zum Teil verstehen, aber zum Teil finde ich es einfach scheiße. Wie gesagt, alle müssen warten. Nö, die dürfen sofort, ohne weiteres. Kriegen zum Teil sogar noch die Spiele gesponsert, ne? Da können sie noch so oft sagen, nee, hab ich nicht. Habt ihr gesponsert bekommen, ob ihr wollt oder nicht. Ich denke wohl kaum, dass irgendeiner sagt, oder irgendeine hier Firma sagt, ja nee, ihr müsst trotzdem dafür zahlen, damit ihr das spielen dürft, damit wir Promotion kriegen. Guck mal, mit der Reichweite, die Gronkh oder wer war das noch? Irgendein Magazin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Reichweite, die haben, ne, das ist natürlich alles Marketingstrategie und so, dann werden die auch wahrscheinlich auch sonst kriegen, damit sie es überhaupt spielen. Naja. Sowas ist leider nicht für normalos. Also, Supply Pipe.
So, Energie ist dran. Jo. Und die ist Supply Pipe. Was ich jetzt aber natürlich vergessen habe, ist, die Seeds anzugeben, die da rein sollen. Ach, ich bin so schrecklich gut, ne? Gehen wir mal die Cold Seeds. Ne, einen lasse ich stehen, damit ich sehe, ob es funktioniert. Hier sollen die Seeds rein. Immer Infinite. Ne, Quatsch. Möglichst immer so ein Stack. Ach Quatsch, was rede ich da doch? Ein Stack. Ja, da, da, da. So, 64. Partial immer full. Da das momentan die einzigen sind, die ich habe, dürfte das denkbar ja okay sein. Und zack. Jetzt dürfte es auf grün gehen, ist auf grün. Oh, dann kann es noch nicht. Ich habe hier unter anderem noch keine Energie dran. Deswegen ich jetzt mal die Leitung nach hier oben kommen lasse. Nach oben habe ich gesagt. So, Konduit verstecken und Dirt drüber. So. Oh, das funktioniert auch schon. Mit Baumwolle. Oh, stimmt. Wie viel hat er jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das hier ist nur 6, aber egal. Jetzt muss ich hier eigentlich mal kurz ein bisschen Land machen, damit ich das alles fertig machen kann für den Planters, wenn er loslegt. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Wenn er loslegt, dann richtig. Der Cold Seed steht noch immer. Hallo? Da steht ein Cold Seed. Naja, egal. Oh ja, stimmt, ich habe hier noch meinen Amin-Eingang. Der wird dann zugemacht. Die Fackeln werden zum Teil weichen müssen. Ups. Ups. Cool. Geht bis nach hier. Cool. Ja. Hier auch noch so ein klein wenig alles wegmachen. Das lasse ich mal stehen. So. Und dann werde ich die Seeds mal da rein tun, um zu gucken, ob die auch hinten landen. Also drei Cold Seeds sind es, ne? Ja, drei. Die sind schon geordert. Ne, da sind sie noch. Das Blöde ist, es wechselt ziemlich schnell. Hab sie schon verloren. Cold. Noch sind sie hier drin. Mal gucken, wie lange sie das noch bleiben. In der Zwischenzeit gehen wir mal schlafen. Aber dann hätten wir das Feld eben auch schon fertig. Ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert, aber... Toi toi, auf Holz klopfen. Noch sind sie drin. Aber ihr dürftet die eigentlich gleich ordern. Ne, eigentlich müsstet ihr die sofort ordern. Ups, falsches Ding. CO, immer noch. Na, ich werde mal umschalten auf Bulk 100 oder so. Ja, wo hatte ich jetzt die Pipe? Hier. Ah, Bulk 50. Ne, Bulk 50. Jetzt wurden sie geordert. Oder? Noch kam hier nichts durch. Ich glaube, die versucht zu ordern, da gehört aber nichts. Doch, jetzt kommt sowas. Ist es gerade wieder zurückgegangen? Bitte was? Ist es hier nicht gerade wieder zurückgegangen, oder? Hallo? Ich glaube, irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Aber ich weiß nicht was. Ah, Bulk 100. Ich weiß sowieso nicht, wofür die ganzen Modes da sind. Also das weiß ich bis heute noch nicht. Und ich spiele schon eine ganze Menge mit den Pipes hier.
Was funktioniert hier nicht? Da, die gehen immer hin und dort sind wieder zurück. Aber wieso? Was funktioniert da nicht? Was passiert, wenn ich die auf Infinite stelle? Wenn ich jetzt auf Infinite stelle und das reingeht, ne, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Komm. Oder mal. Ne, der geht nicht rein. Ach Gott, ey, ist das eine Scheiße, Mann. Was ist denn da schon wieder am Falschlaufen? Geben wir mal die Kohle. Aber prima, sind nicht mal hier. Hä? Wo ist die sie denn? Da sind sie, so. Was ist jetzt an diesen Seeds nicht richtig, dass die nicht reingehen? Ich meine, die gehen rein. Und das Ding ist jetzt einfach nicht am Abbauen. Wieso nicht? Das kannst du doch nicht sagen, dass das einfach nicht geht. Das wäre so scheiße, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Also, es wäre wirklich scheiße. Wie gesagt, mit vorherigen Versionen hat es funktioniert. Ach Gott, noch eins. Ich könnte ja mal so als Test, ne? Weil es ja. Einfach mal die hier so zum Teil rumbauen. Oder vielmehr bauen lassen. Ne, die baut er weg. Anscheinend kann er mit den Seeds nichts zu tun. Da scheint also tatsächlich irgendwo irgendetwas nicht zu funktionieren. Boah, ich hasse es, ne? Ist das eine SCH-Eise? Aber da kümmere ich mich jetzt nicht mehr drum. Jetzt ist gut genug aufgenommen. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Abo und einen Daumen hier und Kommis sind immer gerne gesehen. Ich würde mal sagen, euch noch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Bye bye.